Herzlich willkommen zur Folge 26, Römisch 4.6 der Reihe Technische Mechanik für Gerüstbauer. Wir befinden uns immer noch im Bereich der Trägerlehre, das heißt Statik. Und heute geht es um Trägerberechnung mit geschlossenen Formeln und den Begriff der Superposition. Aber was machen wir heute genau? Heute werden wir uns über Standardformeln für häufig vorkommende Lastfälle unterhalten. Wir werden den Begriff der Superposition kennenlernen und ihn erläutern. Und wir werden zwei Beispiele rechnen. Standardformeln für häufig vorkommende Lastfälle. Für häufig vorkommende Lastfälle findet man in Tabellenbüchern wie zum Beispiel diesem hier. Das ist das, was wir auch in Coburg verwenden. Ab Seite 41. Fertige geschlossene Formeln für die Berechnung der Schnittgrößen A, V, B, V, Max Q, Max M, das Moment an der Stelle X sowie die Durchbiegung F. Es ist also nicht unbedingt nötig, bei diesen Lastfällen, das sind Standardlastfällen, die benötigten Schnittgrößen mit Hilfe der drei Gleichgewichtsbedingungen zu berechnen. Und das bedeutet für euch eine große Zeitersparnis, gerade für die Prüfung. Also immer gucken, liegt ein Standardlastfall vor, der in diesem Tabellenbuch oder in einem anderen Tabellenbuch abgedruckt ist, dann solltet ihr die Formeln dafür verwenden, weil das spart, glaubt mir, jede Menge Zeit. Dazu auch der Tipp: Bei zu berechnenden statischen Systemen zunächst prüfen, ob es sich um einen Standardfall handelt. Wenn ja, Formeln benutzen. Wenn nein, System mit den drei Gleichgewichtsbedingungen berechnen. Sehen wir uns mal folgenden Standardfall an. Das ist die Streckenlast. Das ist die Formel dazu: AV gleich BV gleich Q mal L halbe, Max M, Q mal L Quadrat Achtel, eine der bekanntesten Formeln aus der Baustatik. Und das Moment an der Stelle X, das heißt, X ist der Bereich vom linken Auflager gesehen nach rechts gewandert in Metern. M an der Stelle x gleich q mal x geteilt durch 2 mal, Klammer auf, L minus x, Klammer zu. Dann haben wir auch noch die Formel mit der Durchbiegung. Möchte ich hier aber an dieser Stelle noch nicht ansprechen, weil wir das Thema in der Festigkeitslehre noch betrachten. Ein weiterer Standardlastfall, der hier in Formeln ihr euch unbedingt merken solltet, ist die Einzellast entfällt Mitte. Das ist das, was wir hier sehen. Auflagerkraft, Max Q, AV gleich BV gleich F halbe, also Kraft geteilt durch 2. Max M ist gleich F mal L durch 4. Das Moment an der Stelle X ist F mal X durch 2. Und hier sehen wir wieder die Formel für die Durchbiegung. Diese beiden Standardlastfälle bitte ich euch die Formeln zu merken, weil die kommen immer wieder vor. Dann eine Einzellast beliebig entfällt, ist auch noch so ein Fall. Auflagerkraft AV ist AV gleich F mal B durch L. Auflagerkraft BV ist gleich F mal A durch L. M an der Stelle x ist b mal l minus x in Klammern, für a kleiner gleich x kleiner gleich l und für 0 kleiner gleich x kleiner gleich l ist m an der Stelle x gleich a mal x. Max m ist gleich f mal a mal b geteilt durch l. Und hier sehen wir nochmal die Formel für die Durchbiegung. Diese Lastfälle sind nur eine Auswahl. Es gibt noch wesentlich mehr Formeln. Also bitte ruhig in das Tabellenbuch mal reinschauen, was es so alles gibt. Denn nur wenn man weiß, was es da schon fertig gibt, dann kann man es auch anwenden. Seht euch die Formeln an. Nur dann könnt ihr entscheiden, ob es sich um Standardfälle handelt. Durch die Anwendung der Formeln spart ihr viel Zeit. So, jetzt kommen wir zu einem Beispiel. Einzellast entfällt Mitte. Einzellast ist F1. Charakteristisch gleich 34 kN, Spannweite L gleich 12 Meter. Gesucht sind die maßgebenden Schnittgrößen. Lösung: Auflagerkräfte mit A ist erstmal gleich 0, weil wir keine horizontalen Kräfte haben. AV gleich BV, F mal F halbe, 34 durchgeteilt durch 2 ist für A, V und BV 17 kN. Querkraft ist der gleiche Betrag. Kommen wir zu den Momenten. Max M ist gleich F mal L durch 4, da setzen wir jetzt ein. 34 kN mal 12 Meter geteilt durch 4 macht 102 kN. Standardfall Streckenlast. Streckenlast Q1 CH sind 6 kN pro Meter. Spannweite L gleich 12 Meter. Wie gesagt, gesucht sind die charakteristischen Schnittgrößen wie zuvor. Kommen wir zur Lösung. Berechnung der Auflagerkräfte. A ist gleich 0. AV gleich BV sind beide gleich. AV gleich BV gleich Q mal L halbe. Eingesetzt, AV gleich BV gleich 6 kN mal 12 Meter geteilt durch 2 macht 36 kN. Querkraft ist analog, ebenfalls 36 kN. Max M, Q mal L Quadrat Achtel. Eingesetzt, Max M ist gleich 6 kN pro Meter mal 12 Meter zum Quadrat geteilt durch 8 macht 108 kN. Wenn jetzt eine Einzellast beliebig entfällt, die Kraft F1 charakteristisch gleich 48 kN ist 8 Meter vom Auflager AV entfernt. Spannweite oder Stützweite, Feldweite 12 Meter.
Gesucht sind hier die maximalen oder maßgebenden Schnittgrößen. Lösung. Erstmal AH ist wieder gleich 0. AV, jetzt sind es unterschiedliche Werte. A-Wert ist gleich 8 Meter, der B-Wert ist 4 Meter. Jetzt setzen wir es in die entsprechenden Formeln ein. AV ist gleich F mal B durch L. Wenn man es jetzt eingibt, ist das 48 mal Kilonewton mal 4 Meter geteilt durch 12 sind 16 Kilonewton. Jetzt BV. BV ist gleich F mal A durch L. Eingesetzt BV gleich 48 Kilonewton mal 8 Meter geteilt durch 12 macht 32 Kilonewton. Querkraft Max Q sind der größere von beiden Werten, 32 Kilonewton. Moment, Max M ist gleich F mal A mal B durch L. Macht eingesetzt, Max M gleich 48 Kilonewton mal 8 Meter mal 4 Meter geteilt durch 12 Meter gleich 128 Kilonewtonmeter. Dann kommen wir zu einem neuen Thema, was auf dem vorigen Thema aufbaut, der Begriff Superposition. Superposition bedeutet die Überlagerung von Lastfällen. Als Beispiel, dieser Lastfall, Streckenlast plus Einzellast in Feldmitte, kann man auch zerlegen in diese Standardlastfälle, Streckenlast und OA plus Einzellast. Wir können also von diesen beiden Lastfällen A und B die jeweiligen Schnittgrößen errechnen und brauchen einfach nur die Ergebnisse hinterher zu addieren. Hier haben wir es nochmal. Wir können also, wie gesagt, den komplexen Lastfall in zwei einzelne separate statische Systeme zerlegen und die separat berechnen. Diese separate statische Systeme lassen sich dann mit Hilfe der Standardformeln wie eben gesehen separat berechnen und die jeweiligen Schnittgrößen als maßgebende Schnittgrößen aus jedem Lastfall addieren. Aber Vorsicht! Maßgebende Schnittgrößen lassen sich nur addieren, wenn deren Wirkungslinie übereinstimmen. Bei Symmetrie, bei System und B-Belastung ist das der Fall. System und die Belastung ist symmetrisch. Bei davon abweichenden Bedingungen muss eine Fallunterscheidung gemacht werden oder das System ist mit Hilfe der drei Gleichgewichtsbedingungen zu berechnen. Dazu zwei Beispiele. Hinweis: Es wird empfohlen, die Beispiele zunächst mit Hilfe der drei Gleichgewichtsbedingungen zu berechnen und die Diagramme zu zeichnen, bevor ihr dann hinterher euch dieses Video weiter anseht. So, hier sehen wir das erste Beispiel. Streckenlast mit Q gleich 3 kN pro Meter angenommen. F1 ist 45 kN, wiegt in Feldmitte, Spannweite 12 Meter. Ich empfehle euch also zunächst erstmal, dieses statische System per Hand durchzuarbeiten, mit Hilfe der drei Gleichgewichtsbedingungen. Dafür habt ihr jetzt Zeit. So, ich gehe davon aus, dass ihr das jetzt gerade gemacht habt und jetzt gehen wir mal weiter. Aufgabenstellung ist immer noch dieselbe. Ihr sollt, wie gesagt, aber wir wollen hier die maßgebenden Schnittgrößen bestimmen, mit Hilfe der Superposition. Die Belastung ist charakteristisch. Das ist also Lastfall A, ist die Streckenlast. Und hier ist der Lastfall B, die Einzellast. Kommen wir zur Lösung Lastfall A. Berechnung der Auflagerkräfte. AH ist gleich 0, AV ist gleich BV, weil das symmetrisch ist, gleich Q mal L Quadrat halbe. Ne, Q mal L halbe, so ist es richtig. AV gleich BV, jetzt eingesetzt, gleich 3 kN pro Meter mal 12 Meter geteilt durch 2, ergibt 18 kN. Querkraft ist derselbe Ansatz, 18 kN. Jetzt kommen die Momente, erst wieder für die Streckenlast hier. Max M gleich 3 kN pro Meter mal 12 Meter zum Quadrat geteilt durch 8 macht 54 kN. Jetzt hätten wir also den Lastfall Streckenlast bereits durchgerechnet. Jetzt müssen wir uns den Lastfall Einzellast angucken, das ist B. Hier sehen wir mal die Ergebnisse. Links Computer, rechts das, was wir per Hand gerechnet haben. Wir sehen, das stimmt. Passt. So, jetzt der Lastfall Einzellast. Wie gesagt, A ist wieder gleich 0. AV ist gleich BV, das System ist ebenfalls symmetrisch, punkto Belastung. AV gleich BV gleich 45 kN halbe, macht 22,5 kN. Ist auch eigentlich logisch, wenn das System von der Belastung her symmetrisch ist, müssen beide Auflager die Hälfte auf sie zugehenden Lasten übernehmen. Querkraft ist identisch, auch wieder 45 kN halbe, macht 22,5 kN. Moment ist F mal L Viertel. Macht 135 Kilonewtonmeter. Hier auch nochmal die Gegenüberstellung der Computer links und wir rechts. Wir sehen, passt. Und jetzt kann man einfach die beiden Sachen addieren. Das sind jetzt die jeweiligen Auflagerkräfte. Die liegen auf einer Wirkungslinie. Können wir also addieren. 18 Kilonewton plus 22,5 Kilonewton ergibt dann die wirklich maßgebende Auflagerkraft AV gleich BV gleich 40,5 Kilonewton. Das ist also das Endresultat. Querkraft
ist auch identisch, liegen auch die Werte auf derselben Linie, deswegen können wir sie hier addieren. Wir sehen auch hier die Lage von Max M, Nulldurchgang der Querkraftlinie. Sie liegen auch an der gleichen Stelle, also können wir auch hinter diese Werte an derselben Stelle addieren. Passt also. Lösung, Berechnung der Maß gegen Querkraft ist also die 18 kN plus 22,5 kN macht 40,5 kN. Jetzt müssen wir noch die Momente klären. Wir hatten gesehen, die Maximalwerte liegen auf genau der gleichen Linie. Hier haben wir es auch nochmal. Also können wir es addieren. 54 kN plus 135 kN macht 189 kN. So, jetzt habe ich einmal nochmal rechts hier die von uns errechneten Ergebnisse zusammengeschrieben. Wir sehen jetzt hier mal das Computerprotokoll. Wir sehen, passt. 40,5 passt hier an erstmal Auflagerkraft und auch als maximaler Querkraft. Und wir sehen hier das maximale Moment von 189 kN. Passt. Fazit. Zusammengesetzte Belastungen lassen sich sehr schnell durch Superposition lösen, wenn sich die jeweilige Belastung aus Standardfällen ergibt, die sich mit Hilfe der Formel aus dem Tabellenbuch berechnen lassen. Die Schnittgrößen lassen sich addieren, wenn die maßgebenden Schnittgrößen sich an derselben Stelle x befinden. Kommen wir zur zweiten Aufgabe und hier sieht es etwas anders aus. Hier sehen wir eine Streckenlast mit 4 kN pro Meter. Wir sehen eine Einzellast beliebig im Feld, das heißt mit einem Abstand von 8 Meter vom linken Auflager AV entfernt. B-Maß ist 4 Meter. Wir haben wieder eine Spannweite von 12 Metern. Aufgabenstellung ist wie zuvor. Wir sollen also die maßgebenden Schnittgrößen mit Hilfe der Superposition berechnen. Belastung ist charakteristisch. Wieder die Zerlegung in die entsprechenden Lastfälle, Lastfall A Streckenlast, Lastfall B Einzellast. Jetzt wenden wir wieder die Formel an. Wir fangen aber erst mit der Streckenlast wieder an. AH ist gleich 0, AV gleich BV ist für diesen Lastfall symmetrisch und damit identisch. Q mal L halbe, 4 kN pro Meter mal 12 Meter geteilt durch 2 ergibt für AV und BV 24 kN. Das ist gleichzeitig auch die Querkraft zu diesem Lastfall. Fehlt noch das Moment, Q mal L Quadrat Achtel. Ergibt dann, wenn ich es einsetze, Max M, 4 kN pro Meter mal 12 Meter zum Quadrat geteilt durch 8 macht 72 kN. Das wäre dieser Lastfall. Auch hier nochmal die Überprüfung mit dem Computer, damit ihr auch seht, dass das auch wirklich stimmt, was wir tun. Passt. So, jetzt kommen wir zur Einzellast, die, wie gesagt, 8 Meter vom linken Auflager nicht in der Mitte liegt diesmal. A ist also wieder gleich 0, AV ist ungleich BV. Erstmal AV ist gleich F mal B durch L und BV ist F mal A durch L. Jetzt setzen wir es ein für AV, 35 kN mal 4 Meter geteilt durch 12 Meter macht 16,667 kN. BV, 35 kN mal 8 Meter geteilt durch 12 Meter ergibt 23,333 kN. Querkräfte. Max Q ist gleich BV gleich 23,33 kN. Max, also Momente, Entschuldigung, Momente. Max M ist gleich F mal A mal B durch L. 35 kN mal 4 Meter mal 8 Meter geteilt durch 12 Meter ergibt Max M von 93,333 kN. Hier nochmal die Ergebnisse. Wir sehen, passt. So, jetzt müssen wir diese beiden Lastfälle addieren. Wir sehen hier die Auflagerkräfte aus dem Lastfall A, hier die Auflagerkräfte aus dem Lastfall B. Die liegen auf der gleichen Wirkungslinie, können wir also addieren. Und das ergibt als Gesamt-AV gleich 35,67 kN, Gesamt-BV 24 kN plus 23,33 kN, ergibt 47,33 kN. Auch für die entsprechenden Querkräfte ist das kein Problem. Auch hier liegen die entsprechenden Werte genau auf derselben Wirkungslinie, aber wir können es jetzt schon sehen, unsere maximalen Momente liegen nicht auf derselben Wirkungslinie. Die Lage von Max M ist an unterschiedlichen Stellen x. Die können wir also nicht so ohne weiteres addieren. Bei den Querkräften geht das. Deswegen Max Q ist gleich BV gleich 24 kN plus 23,33 kN ergibt 47,33 kN. Aber jetzt gucken wir uns das mal mit den Momenten an. Wir sehen hier nochmal die beiden Momentdiagramme für Lastfall A und B dargestellt. Lastfall A waren es 72 kN und im Lastfall B war das maximal 93,33 kN und sie liegen nicht an derselben Stelle, wie wir sehen. Ja, was nu? Weitere Vorgehensweise. Wir nehmen das größere der beiden Momente. Das ist Lastfall B Einzellast Max
Max M gleich 93,33 Kilonewtonmeter bei x gleich 8 Meter und berechnen das Moment des Lastfalls A Streckenlast an der Stelle hier für x gleich 8 Meter. Dafür gibt es eine eigene Formel und dann können wir diese beiden Momente addieren. Nochmals allgemein und bitte merken. Zum größeren Moment eines Lastfalls an der Stelle x werden die entsprechenden Momentenwerte an der Stelle x des größten Momentes des bzw. der anderen Lastfälle addiert. Lösung, Berechnung des maßgebenden Momentes. Lastfall A Streckenlast, AV aus Lastfall A 24 kN, M an der Stelle x gleich 8 Meter für den Lastfall A 4 kN pro Meter mal 8 Meter geteilt durch 2 mal Klammer auf 12 Meter minus 8 Meter Klammer zu ergibt gleich 64 kN/m. Da muss ich jetzt diese 93,33 kN noch Meter noch dazu addieren. 64 Kilonewtonmeter plus 93,33 Kilonewtonmeter ergibt 157,33 Kilonewtonmeter. Hier sehen wir die Zusammenfassung nochmal. Wir sehen, hier ist das Endergebnis und wir sehen, das passt hier mit den Auflagekräften 47,33 Kilonewton, Querkraft 47,33 Kilonewton und hier bei Max M 157,33 Kilonewtonmeter passt auch. Wir haben also alles richtig gemacht. Also das war es prinzipiell schon in der empfohlenen Literatur. Hier ist einmal das Bautechnik-Tabellenbuch, was wir im Unterricht benutzen. Rechts mein Skript, was alle Schüler, die bei mir im Unterricht sitzen, auch bekommen. Sehen wir uns noch die Vorschau auf die nächste Folge an. In der nächsten Folge stelle ich euch dieses Stabwerksprogramm Stab 2D vor, damit ihr eure Handrechnung mithilfe eines Computerprogramms auch noch nachvollziehen könnt. Ja, das war es wieder einmal für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr konstruktive Kritik äußern wollen oder habt Themenwünsche, schreibt sie mit in die Kommentare. Hat euch dieses Tutorial gefallen, liked es auf YouTube und empfiehlt es bitte weiter. Solltet ihr noch nicht Abonnent meines YouTube-Kanals sein, dann könnt ihr es jetzt nachholen, indem ihr den Abo-Button drückt, der jetzt gerade rechts im Bild erscheint. Dieses Tutorial gehört zur Playlist Technische Mechanik für Gerüstbauer. Bis bald, sicheres Arbeiten und allzeit Glück auf!